Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BTube. Das sind heute unsere Themen. Der letzte Schultag mit einem Bandauftritt auf dem Schulhof, das Willkommensfest und die Bonschett-Preisverleihung. Den Abschluss des vergangenen Schuljahres bildete ein Konzert des Soundprojekts der Niederlausitzer Musik- und Kunstschule unter der Leitung von Harald Vogt. Für diesen Auftritt sowie für die Veranstaltung mit Gregor Staub im September sind DVDs im Videokeller bestellbar. Auch im neuen Schuljahr wurden wieder die besten Facharbeiten prämiert. Doch vor dem Beitrag zur Bonschett-Preisverleihung zeigen wir euch erstmal, wie sich unsere 7. Klassen bei Sport-, Wissens- und Kommunikationsspielen angestellt haben. Wie in jedem Jahr ist das Willkommensfest einer der Höhepunkte für die 7. Klassen. Nach der Eröffnung von Fördervereinsvorsitzender Frau Nowotnik stellten die Schüler ihre Fähigkeiten unter Beweis. Durch die großartige Organisation der 8. Klassen lernten die Schüler sich nicht nur untereinander, sondern auch ihren Klassenleiter besser kennen. Was halten Sie bis jetzt vom Willkommensfest? Es macht sehr großen Spaß zuzuschauen, wie die Kinder ganz eifrig dabei sind, diese Aufgaben zu lösen. Und ist es eine gute Möglichkeit, dass die Kinder sich untereinander besser kennenlernen? Ich denke ja, dass sie vor allen Dingen mal die Freizeit miteinander verbringen, nicht immer nur in der Schule und die kurzen Pausen, finde ich schon eine wichtige Sache. Okay, danke schön. Neben mir steht die Organisatorin des Ganzen. Frau Nowotnik, wie und wann kam man denn auf die Idee, ein Willkommensfest auszurichten? Also das erste Willkommensfest war vor 17 Jahren, das war 1998, richtig, wa? Ja, richtig. Da haben wir in Ploching, weiß nicht, ob euch der Name Ploching was sagt, Ploching hat auch ein Gymnasium und das war von 1990 an unser Partnergymnasium. Ist es eigentlich noch, obwohl die Kontakte heute nicht mehr so eng sind. Und die haben wir besucht im Jahr davor und da haben wir gemerkt, dass die für ihre Schüler immer so tolle Feste machen. Da kam uns auch die Idee und seitdem machen wir das. Und was erwartet die Neuen heute so alles? Ja, na, ihr habt ja gesehen, es war ein Programm von der Musikschule immer zur Einstimmung und dann gibt es eine ganze Menge Spiele. Drei Gruppen, Kennenlernspiele, Wissensspiele und Sportspiele. Und das organisieren immer die Schüler der Klassen 8, weil die vorher ja das Vergnügen hatten und jetzt haben die Arbeit. Und Essen, ja, natürlich gibt es was zu essen, Bratwurst vom Grill und zu trinken, was ist eben so, Fanta, Cola, Sprite, Wasser und Kaffee für die Eltern. Okay, ja. Danke schön. Ja, vielen Dank an Benita für den stimmungsvollen musikalischen Auftakt zu unserer heutigen Bonschett-Preisverleihung. Wie in jedem Jahr haben wir uns kurz vor der Projektwoche hier versammelt, um einer Tradition unseres Gymnasiums zu folgen, nämlich die Ehrung derjenigen im Bonschett-Schülerwettbewerb, die in ihren Arbeiten heute darauf hoffen, prämiert zu werden, ihre Arbeiten eingereicht haben und deren Arbeiten von zwei Jurys begutachtet wurden. Zwei getrennte Jurys vergaben auch in diesem Jahr wieder die Bonschett-Preise. Der Förderverein Niederlausitzer Landrücken verlieh zwei gleichberechtigte erste Preise und einen zweiten Preis. Im Namen des Fördervereins Naturpark Niederlausitzer Landrücken darf ich heute wiederum die Preisträger in den Bereichen Naturwissenschaften, Geschichte, Geografie und Informatik bekannt geben und auszeichnen. Der Jury gehörten in diesem Jahr Frau Zubakowski, Herr Dr. Ehrlich und ich an. Alle Entscheidungen wurden einstimmig gefällt. Den zweiten Platz belegte Karl Kabitz mit einem anderen Leistungsnachweis im Fach Informatik. Die ersten Preise gingen an Madeleine Rostock, die über das Geheimnis des goldenen Schnitts schrieb, und an Karl Petschig, der sich dem weltweiten Bienensterben widmete. Außerdem wurden die Arbeiten von Moritz Hoffmann, Jonas Kühn und Sabine Junghans belobigt. Danach vergab Frau Nowotnik die Preise des Bonschett-Fördervereins. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Ich bitte Frau Jakobsen, meine Stellvertreterin, nach vorn. Jetzt werden wir vom Förderverein des Bonschett-Gymnasiums die Preise verleihen, die wir ausgewählt haben. Wir hatten weitere 20 Schülerarbeiten. Das war dieses Jahr wirklich eine erfreulich hohe Teilnahme.
sehr unterschiedlich besetzt allerdings. Die absolut meisten Einsendungen oder Teilnehmer arbeiten morgen von nach Englisch. Das ist ja natürlich besonders schön. Der Förderverein des Bonstedt-Gymnasiums zeichnete Leon Luca Homag, Tim Riedel, Marie Haider, Felix Krüger und Alina Meissner aus. Das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge von BTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abos und Kommentare sind natürlich wie immer herzlich willkommen. Na dann, bis bald bei BTube. Mit unserer Partnerschule aus Bloching und das Bonstedt-Preisverleihung. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren unsere Themen. Das Willkommensfest. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren.